Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Ich habe keine Ahnung, wie das mit die Fuego gehen soll. Ich muss mich um die Truppe kümmern. Aber ich wirklich überhaupt keinen Schimmer, wie das klappen und gehen soll. Er redet auch nichts mehr mit uns, glaube ich. Da wäre noch was. Da wäre noch was. Ich weiß, wo der Wächter Horas steckt. Ich probiere es kurz. Ich weiß, wo der Wächter Horas steckt. Ah, endlich! Sag mir, wo er ist. Dann schicke ich sofort ein paar Leute, die ihn holen. Er hat die Insel verlassen. Tatsächlich? Ah, sehr gut. Und woher weißt du das? Ich habe mich umgehört. So, so. Dann höre ich mich auch mal um. Weit kann er ja nicht gekommen sein. Quest abgebrochen. Okay. Aber wenigstens Seele plus 1. Und das mit die Fuego scheint nicht zu funktionieren mehr, ne? Da hat es nur geheißen, dass ihn jemand getötet haben soll. Aber ich meine, es ist eigentlich offensichtlich, ne, dass es er selber ist. Ah, da kommt er eh schon. Ich habe nichts gemacht. Steck ja nichts ein. Würde ich nie tun. Gehst du nicht mal weg? Vielleicht? Naja, wenigstens konnten wir eine Quest noch erledigen. Mit die Fuego, ich habe ehrlich gesagt gar keinen Schimmer. Mit wem man da noch reden sollte. Soldat, Soldat. Habe ich echt keine Ahnung. Noch mehr Soldat. Ich habe auch keine Ahnung, ob vielleicht die Burschen, die da oben stationiert sind irgendwo, ne? Stationiert, diese Separatisten meine ich halt, ne? Ob die irgendwas damit zu tun haben? Keine Ahnung. Quest abgebrochen. Vielleicht, weil wir nicht herausfinden konnten, keine Ahnung. Keine Ahnung. Eingeborener, du kannst mir auch nicht helfen, oder? Ich bin noch nicht. Das würde gehen. Taschendiebstahl. Warte kurz. Und speichern wir noch kurz noch einmal. Und dann. Ja, Quest ist halt abgebrochen, ne? Also. Ich meine, keine Ahnung, ehrlich nicht. Passt. Rum und Proviant erhalten. Sehr gut. Ich bin da wirklich überfragt. Keinen Schimmer, ehrlich nicht. Ich werde noch kurz einmal mich hier raufporten. Werde nochmal versuchen. Keine Ahnung. Hier vielleicht noch mit jemandem zu sprechen. Da unten müsste jemand sein. Aber sonst habe ich echt keine Ahnung. Wer der Mörder sein könnte. So, na Typi? Oh, hallo? Ich halte die Stellung. Ja, okay. Dann könnte man noch mit dem Typen da drüben quatschen, aber ich glaube, das wird nichts bringen. Sitzt der jetzt überhaupt noch hier? Nö. Der ist dann weiter oben, ne? Wie gesagt, keine Ahnung. Die Quest wird wahrscheinlich abgebrochen werden, so oder so.
Weil eigentlich haben wir Sebastiano zur Rechenschaft gezogen, haben ihm gesagt, dass die Fuego tot ist, dass wir seine Waffe dort gefunden haben. Keine Ahnung. Ein 30er wäre das. Ah, können wir aufmachen. Wir haben ja schon 30. Ich probiere einfach mal. Okay, das war verkehrt, aber jetzt ist richtig. Alles super. Schrottpistole. Die ist echt Schrott. Gold und Perlen nehmen wir alles mit. Ist auch nicht schlecht, können wir es verkaufen. Passt, das hätten wir dann auch schon. Zu Schädeldingsmus möchte ich nicht rein. Hast du noch was zu sagen? Eines Tages werden die Menschen ihr Recht einfordern und wieder herrschen. Nein. Gut. Ich bin überfragt. Ich habe keine Ahnung, wer der Mörder sein könnte. Ich würde sagen, wir hauen jetzt wirklich ab. Also wir haben jetzt hier auf Dacarigua genug Zeit verplempert. Wie gesagt, ich bin da überfragt. Ich weiß jetzt echt nicht. Pfiff. Ne? Und so. Mit Jack können wir vielleicht nochmal reden. Aber wie gesagt, der hat ja nur zum Handeln, ne? Der hat sonst nichts. Nö. Passt, dann würde ich sagen, das hatten wir eh schon. Die Quest mit Die Fuego ist es dann halt offiziell abgebrochen. Es ist ja auch eigentlich das mit Horus, unser Magierfreund hier, ist ja quasi auch abgebrochen. Also es scheint nicht auf, wegen abgebrochen. So eine eigene Liste des Versagens quasi gibt es scheinbar nicht. Jetzt müssen wir doch den Osten bewachen. Naja. Sagst du das? Egal. Also an Bord. Nochmal mit ihm. Was denkst du über diesen Ort? Das überspringen wir mal ganz kurz. Geht noch was? Zum Ablegen, Kapitän. Jawohl. Bei uns auch alles gut. Passt, dann würde ich sagen, in See stechen. Wir wollen nach Kila Patty abholen. Zumindest hoffen wir, dass sie dort ist. Vielleicht ist sie weitergesegelt, sehen wir dann eh. Kila ist unser nächstes Ziel. Ja. Wie gesagt, die eine Quest ist jetzt abgebrochen. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. So. Wir sind jetzt wieder hier, wie gerade schon vorhin auch. Da hätten wir ein Schiff, das uns recht bekannt vorkommt. Ist das nicht sogar unseres? Nö, oder? Doch? Nein, doch, oh. Egal. Na? Komm mit. Aha, jetzt können wir schon wählen. Ich bin nach wie vor für Bones. Komm mit. Ja. Solange ich nicht stark genug bin, hier reibungslos zu überleben, möchte ich schon gerne Bones mitnehmen zum Strand. Weil er uns auch heilen kann. Da vorne steht schon jemand. Hier haben wir einen Haufen Schildkröten. Boah. Was ist denn das da hinten? Ich glaube, das ist ungesund. Okay. Ich werde auf jeden Fall mal speichern. So, und ja, bitte. Wir gehen einmal kurz den Strand ein bisschen ab. Da haben wir auch schon ein paar Sandteufelchen. Au. Ich hoffe, die Schildkröte bleibt am Leben. Ich will ihr nichts zuleide tun. Zack, zack. Passt der erste schon mal hin. Dann nach Möglichkeit den nächsten. Alter. So. Passt. Super. Zum Looten haben die nix, ne? Was? Wo kommt der jetzt her? Wurscht. Kaputt hauen. So. Immer feste drauf. Passt. Der hat auch nichts für uns. Ich wollte eigentlich nur schauen. Ob wir hier zufällig Muscheln finden oder so, ne? Jawohl, da ist eine. Super. So.
Okay. Dann würde ich sagen, quatsch mal mit dem einen Kerl, der da vorne war. Ich hoffe, das ist kein Böser. Ah, oh, das ist gar keine Muschel. Hier ist eine vielleicht. Ja, da vorne auch. Nein. Einen Moment. Entschuldigung, ich musste kurz husten. Auf jeden Fall ist es da vorne ein Pirat, glaube ich. Und ich werde mal speichern, sie jetzt haben, bevor er uns die Fresse poliert. Ja, wer sind denn Sie? Hey du, hörst du das? Hm. Nein, was denn? Diese Stimmen, die musst du doch hören. Datenschuss. Egal, hab mich wohl verhört. Mhm. Wenn du zu uns ins Piratennest willst, dann geh einfach zum alten Wrack dort drüben im Süden. Wir haben für dich bestimmt noch einen ordentlichen Schluck Rum übrig. Danke. Geht's dir gut? Rum hört sich gut an. Im Moment nicht, danke. Rum hört sich gut an. Rum hört sich gut an. Ja? Dann wirst du bei uns eine Menge Spaß haben. Ach ja, und pass auf diesen Krieger Borbo auf. Der Eingeborene beobachtet unser Lager schon seit Tagen. Wo ist dieser eingeborene Krieger? Er hat sich auf dem Weg in den Dschungel rauf in Richtung Südwesten niedergelassen. Lass dich aber nicht von ihm verzaubern, klar? Die Krieger der Eingeborenen machen gerne rum mit ihrem Voodoo-Zeugs. Werd's mir merken. Gut so. Da war diese Stimme wieder. Oder? Ah, vielleicht ist es eh schon Voodoo bei dem, interessant, ne? Interessant, dieses Schiffswrack. Wie viele Seemeilen es wohl auf dem Buckel hat. Wahrscheinlich einige. So, wir nehmen natürlich wieder alles mit, was wir kriegen können, was wir finden, was ich nach Möglichkeit nicht übersehe. Mal schauen, ob es hier noch eine Muschel gibt. Da drüben wäre, glaube ich, eine, aber das ist noch wieder ein Haufen. Na, da ist nichts. Sandteufel, wollte ich sagen. Also der Anker ist auch für nichts. Naja. Naja, was soll's. Okay, schau, ein Teleportstein. Nehmen wir gleich mit. Hey, Buß! Was läuft da? Hier? Ich mag es nicht, wenn man hinter meinem Rücken rumschnüffelt. Er lebt ja noch. Buß ist übrigens der Tavernenchef gewesen. Auf Dakarigua im Piratennest. Schön hat er überlebt. Das freut mich. Ich bin vor kurzem hier an Land gegangen. Ich bin der Kerl, der hier das Gold eintreiben soll. Lüge. Wir sind uns noch nicht begegnet. An Land gegangen. Ich bin vor kurzem hier an Land gegangen. Und willst uns beim Aufbau eines neuen Piratennestes helfen, was? Nein. Hab ich mir schon gedacht. Aber vergessen wir das Thema. Erinnert mich doch nur wieder an Takarigua. Dort brannte alles lichterloh, bis, boom, der Kessel explodiert ist. Ui. Alles nur noch schwarze Asche. Und Schuld hat allein Patty, diese verfluchte Hexe. Was? Mann, was hat der Typ denn gefrühstückt? Weiß ich nicht, aber von dem Zeug will ich nichts haben. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Mit mir? Gar nichts. Die anderen sind an allem schuld. Aha. Erst will Patty uns alle umbringen und dann meutert Harry. Verdammtes, undankbares Pack. Kehrt mir den Rücken zu, bringt meine Männer um. Aber diese ganze Bande wird nicht mehr lange was zu lachen haben. Alles klar, beruhig dich mal. Du steckst wohl auch mit denen unter einer Decke. Ich warne dich, mich hintergeht so schnell keiner. Würden wir es nie trauen. Wo finde ich Patty? Wo finde ich Patty? Die ist feige geflohen, als ich sie zur Rechenschaft ziehen wollte. Na, ist mir entkommen, das Miststück. Aber es gibt hier nur einen Ort, wo sie sich verkrochen haben könnte. Im Norden gibt es eine kleine Insel. Sieh dich am besten dort einmal um. Okay. Was hast du für ein Problem mit Harry? Was hast du für ein Problem mit Harry? Dieser untreue Hund, dieser... Jetzt krieg dich mal wieder ein. Wieso brennst du nicht deinen ordentlichen Rum und ihr sauft euch alle zusammen ein? Ja, das ist eine ganz tolle Idee. Die hatte ich auch schon. Ich wollte einen ganz besonderen Rum brennen und dann...
Rate mal, wen ich losgeschickt habe, um Zutaten zu holen. Aha. Der nicht zurückgekommen ist. Harry. Hey, dieser hinterhältige Sack. Aber weißt du was? Du wirst zu ihm gehen und mir die Lieferung bringen. Und danach feiern wir mit all unseren Piratenfreunden ein kleines Fest und besaufen uns, bis keiner mehr steht. Bis keiner mehr aufsteht. Was hältst du davon? Ja, das wäre reden. Ich rede mal mit ihm. Ich rede mal mit Harry. Sehr gut. Dann geh zu Harry und sag ihm, er soll die Lieferung rausrücken. Und beeil dich. Jawohl, Chef. Wer bist du? Buddy. Hey, du da. Du hast hier nichts verloren. Sagt wer? Das sage ich. Und ich bin hier der wichtigste Mann. Ohne mich hätte hier keiner was zu trinken. Also wirst du tun, was ich dir sage. Oh Mann. Der wichtigste Mann kriegt gleich auf die Fresse. Dein Brackwasser kannst du behalten. Schon gut, komm wieder runter. Ja, ist besser. Schon gut, komm wieder runter. Wer sich hier nicht durchsetzen kann, ist die größte Lachnummer. Das mit der Lachnummer ist dir prima gelungen. Ach scheiße. So langsam weiß ich auch nicht mehr, was ich tun soll, damit man mir mit Respekt begegnet. Trag in Zukunft einfach weniger dick auf. Irgendwie hast du ja recht. Haben hier bald eh kein Wasser mehr und dann geht sich jeder an die Gurgel. Guck dich um. Hier gibt's doch genug Wasser für alle. Vor allem mehr Wasser, ne? Ich hab die Lösung. Weniger Wasser, mehr Rum. Guck dich um. Hier gibt's doch genug Wasser für alle. Oh, wir haben hier einen ganz schlauen, was? Schon mal Salzwasser getrunken? Wer das trinkt, hat wohl zu heiß gebadet. Ohne Zugang zur einzigen Wasserquelle hier auf Kila war's das. Kein Wasser, kein Rum, kein gar nichts. Wir sind erledigt. Wie gut bist du mit dem Messer? Ja, fragen wir von oben nach unten. Wie sehr gut viel. Bist du mit dem Messer? Hey, ganz langsam, ja? Ich will keinen Ärger. Ich meine, wie gut du ein Messer werfen kannst. Mann, sag das doch gleich. Ich würde sagen, ich bin ein ganz passabler Werfer. Ich trainiere jeden Mittag an der Wurfscheibe. Du kannst mich dann ruhig herausfordern, wenn du magst. Ja, das war klar. Da werde ich wieder versagen. Warum habt ihr keinen Zugang zur Wasserquelle? Warum habt ihr keinen Zugang zur Wasserquelle? Weil wir ständig damit rechnen müssen, einen Speer in den Hintern zu kriegen, wenn wir uns dem Wasserfall nähern. Die Eingeborenen hier stehen nicht so auf Teilen, verstehst du? Mach ihnen ein Angebot, das sie nicht abschlagen können. Ja klar. Wie soll das denn aussehen? Du bist Pirat, Prügel gehen immer. Boah, Gold regelt alle Probleme. Ja, leider. Gold regelt alle Probleme. Und woher soll ich das Gold nehmen? Wir sind hier am Arsch der Welt. Das bisschen Gold, was ich habe, brauche ich, um hier und da die Jungs zu bestechen. Boos kann ja nicht immer auf mich aufpassen. Nee, mit dem Vorschlag gehst du bei der Sache baden. Kannst du mir nicht helfen? Ich brauche echt Hilfe. Oh moi. Wissen die anderen, dass euch bald das Wasser ausgeht? Wissen die anderen, dass euch bald das Wasser ausgeht? Bist du verrückt? Da kann ich mir ja gleich mein eigenes Grab schaufeln. Wenn Boos mitkriegt, dass wir bald auf dem Trockenen sitzen, knüpft er mich sicher auf. Mein Hier Gott. Traut eh keiner dem anderen über den Weg. Da halte ich mal lieber schön die Fresse. Na, das ist eine schöne Gemeinschaft. So kann man eine Mannschaft aufbauen und verwalten. Keiner traut dem anderen. Perfekt. Perfekt. Das ist eigentlich wie? Das ist wie in der heutigen Zeit eigentlich, ne? Mit den Arbeitskollegen, also in gewissen Firmen. Da kann auch der eine dem anderen nicht trauen. Beziehungsweise wird sowas sogar bewusst in die Wege geleitet, dass man sich nicht unterhält oder eine Freundschaft aufbaut, weil man der Meinung ist, dass so die Leistung am optimalsten ist, wenn sich jeder nicht leiden kann. Ja, das sehe ich zwar nicht so, aber was soll's. Wer kann mir hier etwas beibringen? Ja, das wäre auch gut. Wer kann mir hier etwas beibringen? Was weiß ich? Mich interessieren nur meine Fässer. Es sei denn, du hast Gold. Dann bin ich der Richtige. Ja, klar. Wo genau ist die Wasserquelle? Wo genau ist die Wasserquelle? Geh einfach weiter ins Inland. Halte dich südwestlich, bis du auf einen Wasserfall stößt. Pass bloß auf, dass die Eingeborenen dich nicht gleich aufspießen. Alles klar. Ich kümmere mich um dein Wasserproblem. Ich kümmere mich um dein Wasserproblem.
Danke, Mann. Ja, gern. Hoffentlich bist du erfolgreich. Selbstverständlich. Aber du könntest auch sowas bauen, wie wir es hatten bei Raft, Entschuldigung. Einfach diese Destillierungsdingsgeschichte, ne, was du aus Salzwasser, Süßwasser machen konntest. Das würdet sogar ihr zusammenbringen, weil Becher hättet's genug. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Mal schauen, was er kann. Kohle stimmt. Ja, Äffchen trainieren. Oh, das wäre cool. Panzerknacker lernen. Kein Schloss ist vor deinem geschickten Fingern sicher. Oh. Dein Schlösserknacktalent steigt um 10 pro Stufe. Meisterdieb lernen. Dein Taschendiebstahltalent steigert sich um plus 10 pro Stufe. Meine Güte. Schleichen lernen. Ui, ja. Bewegt sich lautlos. Boah, das, ja, ja. Und Äffchen lernen. Vielleicht liegt es auch nur an der Banane, aber aus einem Äffchen kann man einen geschickten Dieb machen. Boah. Alle fünf, also alle vier wären schön. Musste ich kurz husten. Ich glaube, ich muss sogar noch einen Schluck trinken. Ich habe nicht genug Gold. Ja, Momentchen. So. Da war eine trockene Stelle beim Hals, jetzt geht's wieder. Verkaufen. Was kannst du verkaufen? Unser Blunder. Verkaufen. Die. Da muss ich schauen. Hilft dir, magische Gegenstände zu finden? Braucht man sowas? Fallen frühzeitig zu erkennen. Ah, den verkaufe ich. Wirkung von anderen Tränken. Verkauf mal. Sowas. Okay. Weg damit. Ich brauche Geld. So. Alter morscher Knochen. Die Zunge ist, glaube ich, für einen Trank. Die Zähne kann er haben. Die Krallen. Oh, die letzten Worte habe ich vergessen zu lesen. Das muss ich auch noch machen. Dann haben wir hier Gabel, Krug, Löffel, Messer. Pfeife, Fernrohr, die Goldpfanne, der Handspiegel, benutzbar, no, Magie, Ausrüstung. Bring mir was bring bei. Bring mir etwas bei. Nur wenn die Kohle. Schleichen zumindest wäre super. Bring mir bei, wie ich gut schleichen kann. So. Kopf tief halten, hinter Sachen verstecken und auf keinen Ast treten. Achte immer darauf, wo du hinläufst. Aber schwieriger ist es, nicht gesehen zu werden. Also bist du am besten nachts unterwegs, wenn alle schlafen. Allerdings ist nachts auch weniger Lärm und man hört dich leichter. Das macht nix. Dann wäre das noch gut. Meisterdieb, Taschendiebstahl wäre halt auch cool, aber... Ich bin hin und her gerissen. Panzerknacker wäre halt auch cool. Ich habe geht nicht aber genug nicht. Gold. Ja, ich weiß. Später dann. Danke dir. Oh. Achso, das war das Training dazu. Sehr gut, jetzt können wir wieder schleichen. Das freut mich. Die Schaufel packe ich gleich mal ein. Was? Ob ich Hopkins! Dich kennen wir doch. Ich mich unterhalte? Mach dir gefälligst, bis ich damit fertig bin. Was? Er hat damals für uns gesegelt, ne? Der Tod fordert seinen Tribut. Niemand ist...
Siehst du auch diesen schwarzen Schleier über dem Wasser? Nein. Dann ist gut. Sadek hat nur Illusion. Halluzination vom Rumtrinken? Halluzinationen vom Rumtrinken? Nein, keine falschen Bilder, Gucho. Sadek kann sehen. Sadek sieht die andere Seite. Der Rum ist nur für das Gemüt. Ich dachte mir nämlich schon, das ist mal ein außergewöhnlicher Pirat, ne? Dunkelhäutig. Das war mal ein Ureinwohner, also so ein Stammestypi. Gucho. Das ist immer dieses... Ja, ihr wisst schon, ne? Vom Zweier vor allem auch. Okay, du hast dir ganz schön was weg. Was? Du haust dir ganz schön was weg, mein Freund. Was meinst du mit anderer Seite? Was meinst du mit anderer Seite? Hier, trink das und du wirst verstehen. Damit siehst du die Welt mit den Augen eines wahren Kriegers. Ah. Alles, was du brauchst, um deinen Gegner zu besiegen, hast du nun ganz deutlich vor Augen. Oh, was? Cool. Nur der richtige Stoff bringt deine Sinne in Wallung, Gucho. Danke. Jemand wie dich könnte ich gut in meiner Crew gebrauchen. Jemand wie dich könnte ich gut in meiner Crew gebrauchen. Du scheinst dich gut mit Tränken auszukennen. Sadek würde nichts lieber machen, als wieder zur See zu fahren. Doch Sadek muss bleiben. Buß braucht Sadek hier. Sadek hat Buß viel zu verdanken. Buß rettete Sadek das Leben. Jetzt hat Buß eine schwere Zeit. Buß Geist ist im Nebel. Erst wenn Buß wieder klar sieht, kann Sadek Buß wieder verlassen. Buß ist wirklich ein wenig neben der Spur. Chi, darum bleibt Sadek, bis Buß wieder klar sehen kann. Das ist aber nett von dir. Du bist ganz schön, du haust ganz schön was weg, mein Freund. Du haust dir ganz schön was weg, mein Freund. Rum ist gesund und vertreibt böse Geister. So kann man das auch sehen. Was? Warum nicht das Ende sehen? Natürlich. Schön. Das ist schön. So, wir speichern nochmal. Weil ich möchte gerne schauen, wenn ich jetzt diese Truhe hier mache. Ob ich eine aufs Maul krieg. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass er sich mit Douglas Opfer begnügen will. Proviantkugel Gold, aromatischer Wein. Okay. Na, wir kriegen keine aufs Maul. Gott sei Dank. So. Was haben wir denn hier Schönes? Verschlossen. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Okay. Ich probiere einfach mal, ne? Fusel, Truhen, alles machen wir auf. Eine Flinte. Holla, die Waldfee. 80 ist sie wert. Okay, sie ist schwächer als das, was wir haben. Fällt natürlich unter Musketen. Eine einfache Flinte wird häufig zur Jagd und zur Selbstverteidigung benutzt. Gold und Fusel. Nehmen wir alles mit. Und Geheimnisse. Mal sehen. Heimlich schuf er eine gläserne Statue. Er ließ sie nach Antigua schaffen, doch beim Entladen zerbrach sie. Oh. Dann sollte ich mich mal im Hafen von Antigua umsehen. Yeah. Das Schwert aus Glas. Oh, cool. Da gibt es ja auch so einen asiatischen YouTuber, glaube ich, ne, der aus allen möglichen Sachen Messern herstellen kann. Das ist echt sehenswert. Ich kann jetzt nur gerade seinen Namen nicht sagen. Aber voll cool. Hallo. Ah, sieh mal an, was die Flut angespült hat. Ja. Noch so ein Vogel. Ich hoffe, du hast Gold in den Taschen. Interesse an einem Geschäft? Von welcher Art Geschäft reden wir? Von welcher Art Geschäft reden wir? Ah, ich sehe schon. Du ergreifst Gelegenheiten, wenn sie sich dir bieten. Pass auf. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der mir etwas besorgen kann. Ja, wie immer. Lass mich raten. Dieser jemand bin ich. Na, du scheinst ja viel herumzukommen. Und die Aufgabe ist ein Klacks für jemanden wie dich. Aha. Du sollst lediglich auf Antigua meinen Bruder Flynn aufsuchen. Und ihn an mein Erbe erinnern. Warum hast du deinen Bruder nicht an das Erbe... Was? Warum hast du deinen Bruder nicht erinnert? Warum hast du deinen Bruder nicht an das Erbe erinnert? Ich bin nie dazu gekommen. Ist schließlich eine weite Reise. Angst vor langen Reisen? Red keinen Scheiß. Ich hab keine Angst. Ich brauch keine Angst haben. Es gibt bestimmt das eine oder andere, was du noch von mir lernen kannst.
Was das Erbe angeht. Okay, machst du außer krummen Geschäften noch was anderes? Boah. Machst du außer krummen Geschäften noch etwas anderes? Ich vertreib mir die Zeit beim Messerwerfen. Ah, der nächste. Ab. So, so. Ich trainiere immer spät abends bis kurz nach Mitternacht. Wenn du Lust auf ein Spiel hast, gib Bescheid. Ich werfe immer gern um ein paar Münzen. Mhm. Was kannst du mir beibringen? Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Messerstecher, Dolche, kritische Treffer. Messerstecher. Mit Dolchen hast du die doppelte Chance auf einen kritischen Treffer. Dolche lernen. Du hattest schon immer eine große Vorliebe für scharfe Dinge. Dein Dolchtalent steigert sich um plus 10 pro Stufe. Kritischen Treffer lernen. Entfalte ein Talent für das Treffen besonders schmerzhafter Stellen deines Gegners. Deine Chance auf kritische Treffer mit Fernkampfwaffen und schmutzigen Tricks steigert sich um plus 10 pro Stufe. Ja, das ist nicht so schlecht, ne? Erbe? Was das Erbe angeht. Wie genau sieht das Erbe denn aus? Ach, nichts Wildes. Lediglich alter Tand. Alter Tand, so so. Es hat einen rein ideellen Wert für mich. Wo auf Antigua soll ich nach Flynn suchen? Das Letzte, was ich von ihm weiß, ist, dass er sich das Lagerhaus unter den Nagel gerissen hat. Dann werde ich dort zuerst nach ihm suchen. Ja, mach das. Wie steht's mit der Bezahlung? Was hab ich von der Geschichte? Ich werde für dich reisen. Okay, warte, das zuerst. Wie steht's mit der Bezahlung? Was habe ich von der Geschichte? Da werde ich mich schon nicht lumpen lassen. Keine Sorge. Wir werden sehen. Dann mache ich das für dich, ne? Ich werde für dich nach Antigua reisen und mit Flynn sprechen. Sehr schön. Aber lass dich nicht einlullen, wenn er das Erbstück nicht rausrückt. Keine Sorge. Gut, ich verlasse mich auf dich. Na dann. Darf ich hier rauf, ohne dass du mir den Kopf... Schaut gut aus. Nur kurz speichern. Nicht, dass das unter Diebstahl fällt. Und wenn wir hier mit dem Eck fertig sind, müssen wir dann eh leider Nachdem Gottes... Nachdem sie sich durch diese widerspenstigen Lianen gekämpft hatten, nahmen sie eine mit zur Westküste nach Calador. Sie war eine Erinnerung daran, was ihre Hiebwaffen gelastet hatten und dienten ihnen als Glücksbringer. Interessant. Mhm. Was wollte ich sagen? Oh, da ist sogar ein Bett. Das ist super. Das können wir dann vielleicht mal nutzen für uns. Was wollte ich jetzt sagen? Den Part beenden, glaube ich, ne? So, jetzt haben wir's. Zucker und Gold. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wobei, wenn wir den hier noch bequatschen... Solange du hier bist. Lässt du deine Finger schön bei dir? Du willst doch hier nichts klauen. Na, ich will mit dir reden. Meine Neugier. Aber seid ihr neu hier? Sag mir erstmal, wer du bist. Ich bin vor kurzem an Land gegangen. Ja. Bin vor kurzem an Land gegangen. Ruinis imminentibus musculi immigrant. Was zum... Nur eine kleine Übung in der Sprache der Gelehrten. Hast du einen Sprachfehler? Nun, ich könnte die Frage erwidern, aber ich will mich erklären. Einst diente ich auf einer Galeere der Inquisition. Oh. Ein kleiner Fauxpas erzürnte jedoch meinen Kapitän und... Nun ja, nun stehe ich hier immer bereit, eine helfende Hand denen zu reichen, die sie benötigen. Boah, der hat eine schöne Sprache, ne? Woran arbeitest du zurzeit? Ich denke, meine Expertise in Bezug auf die örtliche Fauna würde jemand von eurem Schlagen nur langweilen. Aber derzeit sitze ich über einem Manuskript, welches sich speziell mit der hier auftretenden Camellia sinensis befasst. Leider ist mir das letzte Exemplar dieser Pflanze durch die doch widrigen Bedingungen eingegangen. Der Synchronsprecher mag Alchemisten, ne? Hat er nicht, wie hieß er schnell? Cor Kalom, ne? Von Gothic. Hat er auch dort den Typen gesprochen, der sich auch gut mit Alchemie auskannte, ne? Brauchst du Hilfe bei der Beschaffung dieser Pflanze?
Brauchst du Hilfe bei der Beschaffung dieser Pflanze? Exakt. Mhm. Und dank eures Scharfsinns seid ihr geradezu prädestiniert für diese Aufgabe. Oh. Sie wächst an sehr hoch gelegenen Orten und ist für Menschenhand nicht erreichbar. Papageienflug. Aber eine Lösung habe ich bereits in der Hinterhand. Ah. Ich auch. Such dir eine andere Pflanze. Boah. Ja, dann lass mal hören. Ja, dann lass mal hören. Habe ich also euer Interesse geweckt? Sehr schön. Ein aufmerksamer Zuhörer ist mir stets ein willkommener Gast. Das glaube ich. Ja, ja, komm einfach zur Sache. Ich habe hier eine Puppe der Eingeborenen. Mit ihr ist es dem Anwender möglich, sich in einen Papageien zu verwandeln. Aufgrund der Flugfertigkeit dieses Geschöpfes sollten auch größere Höhen kein Problem mehr darstellen. Aha. Würdet ihr die Versuchsperson spielen und mir mit Hilfe der Puppe die Pflanze beschaffen? Also mit so lieblichen Worten können wir doch nicht Nein sagen. Wie bist du an die Puppe gekommen? Wie bist du an die Voodoo-Puppe gekommen? Nun, auf einer meiner Erkundungstouren entdeckte mich einer der Eingeborenen. Um meine gute Absicht zu offenbaren, teilte ich mit ihm meinen Proviant. Er gab mir im Gegenzug die Puppe. Aha. Leider ist meine höfliche Art und Weise den anderen Piraten hier weit weniger geläufig. Da wundert es auch nicht, dass das neu aufgebaute Vertrauen bald dahin war. Gib her die Puppe, ich besorge die Pflanze. Ich habe noch ein paar Fragen. Gib mir zuerst die Puppe. Gib her die Puppe, ich besorge dir die Pflanze. Vortrefflich. Vortrefflich. Nee. Ich empfehle euch, die Felsplateaus südlich von hier nach der Pflanze abzusuchen. Alles okay. Gibt's eine genaue Beschreibung, wo ich die Pflanze finden kann? Gibt's eine genauere Beschreibung, wo ich die Pflanze finden kann? Nun, etwas einfacher ausgedrückt, geht ihr wie folgt vor. Folgt dem Pfad, der hier in den Dschungel führt, und haltet euch dann, soweit es geht, süd-südwestlich. Sobald ihr dann den Talkessel der Eingeborenen erreicht habt, seht ihr mehrere Felsplateaus. Achtet auf die linke Felswand, dort müsste sich ein Bauwerk der Eingeborenen befinden. Um zu diesem Bauwerk zu gelangen, ist die Puppe vonnöten. Geht jedoch mit Bedacht vor. Über eine weitere Puppe verfüg ich nicht. Ist klar. Noch ein paar Fragen, dann müssen wir den Part beenden. Nur zu. Was weißt du über Kila? Was weißt du über Kila? Nun, Fakt ist, dass nicht nur die Insel, sondern auch der ansässige Eingeborenenstamm den Namen Kila trägt. Das Klima hier ist zweifelsohne als tropisch zu bezeichnen, was sich auch in der Artenvielfalt widerspiegelt. Die Natur zeigt sich hier in ihrer schönsten Form, zu sehen an meinen Freunden, den Papageien. Oh, cool. Wie kommst du mit den Piraten zurecht? Wie kommst du mit den Piraten zurecht? Nun, eine friedliche Koexistenz sieht gewiss anders aus. Aber solange jemand diesen Flegeln hilft, gegen Skorbut gewappnet zu sein, werde ich in Ruhe gelassen. Des Weiteren hält dieser Buß ein Auge auf mich. Ein durchaus zufriedenstellendes Arrangement. Ich möchte mehr über die Eingeborenen wissen. Ich würde meinen, sie stehen anderen eingeborenen Stämmen in nichts nach. Sie betreiben ebenso wie diese allerlei Hexenwerk. Und ihre sozialen Strukturen sind recht ähnlich. Der grundlegende Unterschied liegt darin, dass sie eine Art primitive Gottheit anbeten. Sie nennen es selbst das Orakel. Aha. Leider sind mir fundiertere Aussagen zu diesem Thema nicht möglich. Irgendwelche Idee, mit was mit Hawkins los ist? Irgendeine Idee, was mit Hawkins los ist? Nun, als Schiffsarzt bin ich stets besorgt um die Gesundheit der Mannschaft. Die Symptome, die bei Hawkins auftreten, entsprechen nicht denen einer gewöhnlichen Tropenkrankheit. Mein vorläufiger Befund würde eher in Richtung einer Identitätsstörung deuten. Und das heißt? Einfach ausgedrückt, er ist nicht er selbst. Aha. Okay, das habe ich verstanden. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir etwas beibringen? Das hört nicht mehr auf. Ob ich dich etwas lehren kann? Da bin ich mir fast sicher. Silberzunge Crema.
Tränke brauen, okkult, Alchemie, Ritualmeister. Passt, für nächstes Mal dann. Na gut, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.